Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es hat eben an meiner Tür geklingelt. Heute ist Freitag, der 4. Juni und ich habe ein Päckchen von Pirsch bekommen. Und das ist ein Überraschungspäckchen. Ich weiß also nicht, was da drin ist. Ich bin super gespannt. Ich habe nämlich gesehen, dass es viele, viele neue Marken, viele neue Produkte bei Pirsch gibt, die ich gerne mit euch testen wollen würde. Und ich habe dem Team von Pirsch geschrieben, hey, habt ihr Lust, vielleicht nicht ein kleines Überraschungspaket fertig zu machen, um mir die Sachen zuzuschicken? Das haben sie auch gemacht und ich hoffe auf ganz bestimmte Produkte. Ich bin happy, ich hoffe, es geht euch gut und ich glaube, ich habe das Problem mit dem bunten Licht, was auf meine Wange reflektiert, behoben. Ich habe eure Kritik gelesen, allerdings habe ich die Videos von letzter Woche alle in einem Abwasch gedreht. Das heißt, ich konnte auch nicht vorher auf die Kritik eingehen. Ich habe ein anderes Hintergrundsystem. Ich habe jetzt einfach neutrales Licht angemacht und ich glaube, das sieht gar nicht schlecht aus. Ich sehe aus als... Ich sehe furchtbar aus, ne, heute. Aber hallo, Freunde, what's poppin? Wie geht es euch? Seid ihr gespannt? Ich bin es tatsächlich. Ihr wisst, ich arbeite regelmäßig mit Pirsch zusammen. Es ist sehr früh. Es ist jetzt 8.30 Uhr. Eben kam das Paket. Ich habe noch keine E-Mail von Pirsch zu den Produkten bekommen. Wir haben nämlich abgemacht, dass ich mich nachträglich melde, wenn ich die Produkte bekommen habe und das Video gedreht habe. Das heißt also, ich weiß jetzt noch nicht, ob ich einen Code habe. Ich gehe von aus. Allerdings, ihr wisst es bei mir zumindest, ich habe keinen Affiliate-Code mit Pirsch. Also ich verdiene nichts an dem Code, wenn ihr ihn benutzt. Ihr könnt da nur ein bisschen was sparen. Und wir machen das Schätzchen jetzt hier einmal auf. Ich muss das hier so ein bisschen abstellen. Okay, wir haben hier einmal Füllmaterial. Und ich hole das erste Produkt einmal raus. Okay. Das ist von Wet n Wild. Der Primer Serum. Ich glaube, das habe ich schon mal benutzt. Ich mag das sehr, sehr gerne. Ich wusste aber bis eben nicht, dass es Wet n Wild jetzt auch bei Pirsch gibt. Krass. Dann haben wir passend dazu einen Highlighter von Wet n Wild. Den Blossom Glow, den kenne ich noch nicht. Der sieht so ein bisschen rosé aus. Dann, das wusste ich, dass es das jetzt bei Pirsch gibt, gibt es ab sofort auch Catrice-Produkte bei Pirsch. Nicht das ganze Sortiment, aber meistens Produkte, die es nicht mehr in der Drogerie gibt, sondern eher so online-exklusiv sind. Und da haben sie mir einmal das HD Baking and Setting Puder reingepackt. Second Skin Effekt. Dann habe ich eine Mascara bekommen, die Lift-Up-Mascara von Catrice in... nicht waterproof. Die habe ich ja schon mal mit euch auf dem Catrice-Kanal in waterproof getestet. Den Thin and Thick Liquid Eyeliner. Scheinbar gibt es jetzt auch Revolution. Einen Dose of Color Seamless Beauty Sponge. Der sieht ganz cool aus auf der Verpackung. Ah, der hat so eine Tropfenform. Ah, ich sehe schon was. Wir haben hier ganz, ganz viele. Was ist das? Eyeliner Pastel Dream Autoliners von LA Girl in super coolen Farben. Hier ist auch noch ein weißer mit drin. Und Freunde, oh, ich freue mich so. Geil. Die Life's a Drag Facelift Palette von Luna Beauty. Vielleicht kennt ihr Luna Beauty schon von mir oder von anderen Kanälen. Das ist die Marke von Manny MUA. Und der hat eine erste Lidschattenpalette rausgebracht vor 3 Jahren oder so. Und das war die Life's a Drag Palette. Und die hat er jetzt nochmal neu gemacht mit 9 Farben. Und ich muss sie euch zeigen. Oh, wenn ich dafür einen Code haben sollte, ey. Hi Manny. Wie schön! Okay, Hammer. Alles klar. Über die Lidschattenpalette freue ich mich sehr. Dann haben wir noch ein paar Wimpern und von Revolution einen Soap Styler. Ich bin super gespannt. Ich freue mich riesig. Wir starten als allererstes mit diesem Primer. Ich habe den, meine ich, schon mal getestet. Der kommt in einer Glasverpackung. Wet n Wild ist eine Drogeriemarke in Amerika auf jeden Fall. In Deutschland war es immer recht schwierig, die zu kriegen. Ich glaube... Wassermelone. Ich glaube, Wet n Wild gab es immer bei Edeka. Nicht in allen Edeka-Filialen, aber in einigen Edeka-Filialen. Okay, ja, genau, schaut euch mal an. Der hat so einen ganz, ganz zarten Glow mit drin. Das könnt ihr jetzt wahrscheinlich in der Kamera nicht so gut erkennen. Zieht super schnell ein, ist schön flüssig. Fühlt sich gut an. Also den mag ich sehr gerne. Der ist halt auch super günstig. Ich finde, Wet n Wild ist generell so eine Marke, die so ein bisschen... zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, weil sie halt auch so schwierig zu bekommen war. Ist eigentlich immer nur online, was ich super schade finde. Ich finde, Wet n Wild wäre so eine perfekte Drogerietheke, meines Erachtens nach. Vielleicht habt ihr ja Erfahrungen damit gemacht, dann lasst es mich noch gerne mal wissen. Ich habe keine Base-Produkte bekommen, deswegen mache ich die jetzt gleich mal off-camera. Aber wir probieren jetzt hier nochmal den Soap-Styler von Revolution. Ihr wisst ja, ich liebe von Anastasia diesen Brow-Freeze. Und eine Sache möchte ich euch erzählen, da möchte ich mich bedanken bei euch. Denn ich habe eine E-Mail bekommen von Anastasia Beverly Hills, nachdem ihr sie ganz fleißig bei Instagram unter meinem Reel dazu getaggt habt. Und...
Ich arbeite jetzt mit Anastasia Beverly Hills zusammen und das ist so ein großer Lebenstraum irgendwie gewesen. Da habe ich, es war nie ein bewusster Traum, aber als das passiert ist, dachte ich, ey, wie krass, was ihr mir ermöglicht. Also vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Wir haben hier einmal den Soap Brow Styler. Ich glaube, ich hatte den schon mal. Ich weiß nicht, ob ich den mochte. Da muss man nass machen. Ich nehme jetzt einfach hier mein Face Spray und dann ist hier wie so ein kleines Zahnbürstchen dran. Da gehe ich jetzt mal rein und lade das gut auf. Also das Brow Freeze von Anastasia ist halt mein absolutes Favorite-Produkt, ne? Aber ich nehme mal ein Spoolie. Okay. Geht aber gut. Es gab mal eins von Essence, glaube ich. Das mochte ich nicht so. Bin gespannt, wie es hält. Also, das ist schwierig, ne? Ich weiß nicht, vielleicht, wie steht ihr zu Soap Brows? Ich mag den Effekt total gerne. Ich finde allerdings, dass nichts an das von Anastasia Beverly Hills rankommt. Ich habe neulich. Ah, nee. Nee, wenn ihr meine Story von letzter Woche gesehen habt, bei Instagram, wo ich über Pinkwashing von Marken gesprochen habe, solltet ihr wissen, dass ich eine Marke jetzt erstmal, bis sie sich dazu positioniert, nicht mehr hier supporte. Schon wieder nicht. Freunde, okay. Base fühlt sich sehr, sehr gut an. Ich mache einmal ganz kurz meine Foundation. Ich zeige euch jetzt noch nicht, wie ich das mache. Denn dazu gibt es am Mittwoch ein Video mit der krassesten Make-up-Base, die ich jemals hatte. Ich schwöre. Ich habe die Foundation einmal kurz drauf gemacht. Ich wollte jetzt schnell einen Concealer benutzen. Und zwar trage ich im Moment total gerne die, ich glaube, es sind die Valhalla Concealer von Juvia's Place. Seht ihr alles in dem Video am Mittwoch? Der ist recht dunkel. Ich habe ihn aber auch noch in hell und ich mische tatsächlich beide, je nachdem, wie dunkel meine Base ist. Und schaut euch mal bitte den Unterschied an. Wir probieren jetzt mal diesen Schwamm hier von Dose of Colors. Und damit blende ich. Ihr könnt mit der Spitze halt recht präzise hier lang gehen. Und jetzt mische ich den Concealer. Oh, girl. She's bright today. Also die Spitze ist gut hier, um so ein bisschen präziser zu arbeiten. Ich nehme mal meinen. Das ist mir zu flipselig. Und die Deckkraft von diesem Juvia's Place Concealer ist halt extrem hoch. Worüber ich mich sehr gefreut hätte im Paket wäre, ihr kennt doch, die benutzen wir gleich. Die Blushes. Ich hasse den Namen von diesen Liquid Blushes von Mitchell. Aber der hat die jetzt auch nochmal als Bronzer und Liquid Contouring rausgebracht. Und das fand ich so schön. Da hätte ich mich gefreut. Vielleicht bestelle ich sie mir einfach noch. Aber die sind so, so gut. Okay, wir benutzen jetzt einmal schnell diesen Stick von Mitchell. Ihr seht, wie durchgerockt der ist. Aber ich liebe den. Ich frage mal, vielleicht kriege ich noch einen Code für die Dinger. Die sind so wunderschön. Und das ist so einfach, die zu benutzen. Ne? So Cream Blush ist ja immer so ein bisschen, kann tricky werden, aber die sind so easy zu benutzen. Die haben nämlich so eine Liquid-to-Powder-Formula und verblenden sich richtig schön in eure Foundation mit rein. Schaut mal, wie schnell. Bisschen hier auf die Nase, Stirn. Die Brauen halten sehr gut. Ich überlege gerade, vielleicht könnten wir das auch mal in der Community machen, dass ihr mir Make-up schickt. Aber ich möchte nicht, dass ihr Geld für mich ausgibt. Deswegen vielleicht einfach eine Liste und ich die Sachen dann selber besorge, weil ich möchte nicht, dass ihr Geld für mich bezahlt, damit ich meine Videos drehen kann. Schreibt mir mal, ob ich das machen soll, dass ich, weiß nicht, fünf Leuten von euch die Möglichkeit gebe, mir eine Liste zu schreiben mit Make-up-Produkten, die ich kaufen soll und sie dann teste. Blush, Cream, Base, Concealer, alles ist drauf. Ich sette das Ganze jetzt und zwar benutzen wir hier das Baking Puder. Übrigens die Foundation und so, das seht ihr alles nächste Woche. Fresh. Meine Make-up-Technik hat sich im Moment komplett geändert. Okay, wir benutzen jetzt hier dieses Puder. Packaging ist sehr schön. Ich liebe diese Farbe. Kommt hier mit einem Deckel. Das ist, als wäre da nichts. Ich gehe mal mit meinem Schwamm hier rein. Das ist so fein gemahlen, dass das sofort überall ist. Ich arbeite das in meinem Schwamm jetzt mal ein und benutze wirklich nur das, was hier am Schwamm ist. Schaut mal, sofort matt. Ich nehme jetzt noch ein ganz kleines bisschen. Okay, also zum Baken traue ich mich nicht. Bei diesen HD-Pudern ist es oft so, dass sie dann extrem Kickback in der Kamera haben. Aber so für ein bisschen zum Setten über die öligen Stellen ist das super. Schaut mal, sofort ist der Glow weg. Also ich habe das schon mal benutzt, aber das war mit Farbe. Die gab es vor ein paar Jahren mal exklusiv online bei Catrice. Ich habe die bekommen und die gab es auch in der Super Farbrange. Also ich denke mal, dass es die auch
in vielen verschiedenen Farben geben wird. Aber gefällt mir sehr, sehr gut. Wir brauchen jetzt aber wieder ein bisschen Glow, Freunde, ne? Deswegen haben wir hier den Highlighter von Wet n Wild. Es ist wirklich hanebüchen. Hanebüchen, dass es Wet n Wild nicht in der Drogerie gibt. Aber schön, dass es das jetzt zumindest bei Purish gibt. Wo der Versand, das finde ich bei Purish krass, ne? Ich bestelle ja oft da selber. Der Versand ist so ultra schnell. Wenn ich es jetzt um 9 bestelle, ist es morgen früh da. Das ist richtig krass. Ich nehme hier meinen Pinsel und gehe hier rein. Der sieht sehr, sehr wet aus. She's icy. Der ist ganz fest gepresst, aber super metallisch. Hat so einen leichten Touch von No Shimmering Effekt. Also der hat keine groben Glitzerpartikel. Ich weiß, das fragen immer ganz viele. Maxim, hast du einen Highlighter, der keine groben Glitzerpartikel hat? Hier, der hier. Base gefällt mir richtig, richtig gut. Was sagt ihr? Wie gefällt sie euch? I love it. Okay, Freunde, ich glaube, wir haben die Base-Produkte alle benutzt. Jetzt kommen wir zu dieser Palette. Ich muss sie euch zeigen. Wie schön sieht die bitte aus? Wir haben einfach die Standardpalette nochmal mit viel, viel mehr... Oh Gott. Wir haben einfach die Standardpalette... Oh, krass, wie pigmentiert. Ich bin nur abgerutscht. Habt ihr das gesehen? Viel mehr... Okay, hier ist der Swatch. Es gab die schon mal so ähnlich, die war aber kleiner und hatte, glaube ich, nur 16 Farben. Und jetzt haben wir 3 mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 14, 21 Farben. Ich glaube, wir machen auf der einen Seite einen neutralen Look und auf der anderen Seite einen bunten. So, jetzt könnt ihr euch die Base auch nochmal von Namen anschauen. Schaut mal, wie schön dieser Highlighter auf der Foundation sitzt. Die Augen sind gut gesettet. Hier am oberen Lid bin ich auch nicht lang gegangen. Da gehe ich einfach hier nochmal kurz rüber. Und wir starten, glaube ich, mit dem neutralen Auge. Ich nehme hier einen fluffigen Pinsel und gehe als erstes in die Farbe Sickening. Die Fännchen sind recht klein, finde ich. Aber ihr habt dafür eine Vielzahl an Farben. Gut pigmentiert für so eine Transition Shade. Ne? Normalerweise ist das ja so meine Hautfarbe. Ich mache das gerne, dass ich euch bei solchen Paletten zeige, wie die Farben aussehen zusammen. Also jeweils. Dann sollte man auch wissen, wie die Farben funktionieren. Ich nehme denselben Pinsel und gehe in die Farbe Meaty. Gut aus auf dem Pinsel. Schaut euch mal bitte diesen Swatch hier an. Dann setze mir die in die Lidfalte hier außen. Und mische noch ein bisschen Trade mit rein. Lässt sich extrem gut verblenden. Gehe gleich hier vorne mit rein. Aber wir machen hier mal einen richtig schönen Standard Maxim Giacomo Look. Mit einem sauberen Pinsel gehe ich nochmal in die Farbe Sickening. Und gehe jetzt hier einfach rüber und verblende das alles, dass hier der Übergang schön weich ist. Dann nehme ich wieder den Pinsel von eben und gehe in die Farbe Matt. Das ist das dunkle Braun hier unten. Das sieht auch sehr dunkel aus. Ich liebe den Pinsel hier, der ist von Letizia, das ist der N3. Der ist so ein bisschen, schaut euch den mal an, diese Form. Ne? Damit kommt ihr in jede Ecke rein, aber könnt super präzise arbeiten. Und dann noch in Shady, das ist das Schwarz. Meine Parfumfarbe ist auch Shady. Ach, Manny und ich, wir sind Sisters. Okay, das Schwarz ist krass. Also super pigmentierte Palette. Ich gehe jetzt nochmal ganz leicht in die Farbe Snatched rein, hier drüben. Ich finde, das wärmt das Ganze hier nochmal so ein bisschen. Wow. Das war's mit dem simplen braunen Look. Mit einem Finger gehe ich jetzt in die Farbe Legendary. Schaut euch mal an, wie cremig die Farbe ist. Ich kann ja immer noch swatchen. Okay, schaut euch mal dieses Gold an. Ich habe erst gedacht, als ich mitbekommen habe, dass Manny die Palette jetzt nochmal rausbringt, dachte ich mir so, ist so ein bisschen schwierig. Und ich finde, es ist eine gute Sache gewesen, dass er das einfach nochmal überarbeitet hat. Huda hat das auch gemacht. Ich überlege, ob wir die hier noch benutzen. Ich swatche euch mal kurz. Die sind halt auch super cremig. Wisst ihr, was wir damit machen? Wir geben das als Base gleich hin. Ich starte mal. Wir machen einen pinken Monochrom-Look. Okay, wait. Ich nehme einen fluffigen Pinsel, einen ganz, ganz großen und gehe in die Farbe Diva rein. Das ist so ein helles Pastellpink. Hat ein bisschen Kickback. Und die setze ich mir hier oben nur hin, einfach um mal so ein bisschen Farbe hinzukriegen. Ja, die ist jetzt nicht so krass pigmentiert auf einer gesetteten Base. Aber guck mal, doch, ich kann sie aufbauen. Kann ich mir schön als Blush vorstellen, wenn ihr eine helle Hautfarbe habt. Dann nehme ich denselben Pinsel und gehe in die Farbe Kai Kai. Das ist dieses Hot Pink. Und das blende ich mir schon mal hier hin. Und jetzt baue ich mir die Farbe hier einmal auf. Und dann wollte ich diesen pinken Liner hier von LA Girl nehmen und mir damit eine Cut Crease ziehen. Schön. So, Ton in Ton. Dann nehme ich nochmal die Farbe Kai Kai mit einem flachen Pinsel und gebe sie mir hier unten hin. Ich nehme jetzt nochmal den weißen Liner hier, um das noch ein bisschen intensiver zu machen. Und aufs bewegliche Lid gehe ich mit meinem Finger in die Farbe Beat. Auch die ist super schimmrig und super weich. Krass pigmentiert. Ich habe nicht damit gerechnet, dass die so krass sind.
Nehme jetzt den Pinsel, jetzt muss ich hier. Yes. Wow. Okay, ich habe einmal alles fertig gemacht. Können wir. Also, das gefällt mir jetzt gerade nicht so. Das Rot hat mich jetzt so ein bisschen gestört, aber dieser Look. I love it. Ich kann nicht sagen, ich swatch euch jetzt nochmal ein paar Farben. Pageant Queen, Clocked und Come On Sis. Die Farben sind krass pigmentiert. Also, das sieht man schon. Ich finde auch, dass es ein großer Sprung ist zu dem vorher, was ich so gesehen habe. Sehr, sehr schöne Qualität. Ich bin aber auch ehrlich gesagt so ein bisschen überrascht von diesen Linern hier. Wir testen jetzt nochmal die Mascara. Ich kenne die eigentlich schon, aber das ist die Lift Up Mascara von Catrice mit diesem riesengroßen Bürstchen. Ja, die ist genauso krass wie die andere, halt nur nicht in wasserfest. Da seht ihr es jetzt nicht, aber hier werdet ihr es jetzt sehen. Eine Schicht, ne? Das ist, also die Mascara ist super, super krass. Auf meine Lippen gebe ich mir jetzt einfach nochmal hier passend diesen Blush. Ich finde, der passt ganz gut jetzt. Gloss drüber. Liebe den Look. Das ist so der Sommerlook überhaupt. Kann ich mir richtig gut vorstellen. Hat richtig viel Spaß gemacht. Was sagt ihr? Wie gefällt euch der Look? Wie gefällt euch die Palette? Habt ihr vielleicht davon schon mal was gehört? Also ich glaube, dass das so eine Palette ist. Wenn man die hat, braucht man nicht viel anderes. Neutrale Töne, schwarz, weiß, Schimmertöne, 3 Stück. Also die sind so krass hier. Die Qualität von den Lidschatten von Manny ist wirklich, wirklich gut. Also ihr kennt ja auch schon einige Moonspell-Palette beispielsweise. Eine meiner absoluten Lieblingspaletten. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Schaut gerne bei Purish vorbei, wenn ich einen Code bekommen habe. Ansonsten könnt ihr auch immer bei Purish vorbeischauen. Vielen Dank bei Purish für das kleine Überraschungspaket. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns am Mittwoch wieder mit der krassesten Foundation-Routine 2021. Passt auf euch auf!